Meine lieben Schwestern, meine lieben Brüder, der Schüler und Biograf des großen östlichen Theologen, der den Namen trägt, Simeon der Theologe, um die erste Jahrtausendwende hat er gelebt. Niketas de Thatos, so heißt er, der schreibt einmal Folgendes. Wo nämlich die Mühen der Umkehr unter Mühsal und Glut der Seele begonnen werden, und aufgrund von Zerknirschung Ströme von Tränen fließen, dort werden alle Bollwerke niedergerissen und jegliche Feuersbrunst der Leidenschaften wird ausgelöscht. Die von oben stammende Wiedergeburt wird durch die Heimsuchung des Trösters vollendet. Die Seele wird von Neuem zu einem Palast der Reinheit und Jungfräulichkeit. Und der Herr wird sich auf den Thron niederlassen, den Thron dieser Seele. Und er spricht, Friede euch vor den feindlichen Leidenschaften. Meinen Frieden gebe ich euch, damit ihr euch der Natur gemäß regt. Meinen Frieden hinterlasse ich euch, damit ihr vollendet werdet. Wir sehen sofort, liebe Schwestern und Brüder, wie tief durchdrungen ist dieser Gedanke von dem Wort, das wir eben im Evangelium hörten, dass Jesus am letzten Abend seines Lebens zu den Jüngern spricht. Ein Wort, das für uns auf der einen Seite so selbstverständlich ist und durch die Selbstverständlichkeit auf der anderen Seite an uns vorbeirauscht. Wenn Christus sagt, ich gebe euch meinen Frieden. Und wenn wir uns dann fragen, in unserem eigenen Leben, in der Kirche, in der Öffentlichkeit, wo denn dieser Friede sei, dann, wenn wir in den Spiegel schauen, sehen wir ein sehr langes Gesicht. Wo ist dieser Friede? Wo ist der Friede in der Kirche bei all den Streitigkeiten und Auseinandersetzungen? Nicht nur im großen Kontext, auch vielleicht hier bei uns im kleinen Kontext. Wo ist dieser Friede? Wo ist der Friede in meiner Familie? In meinen persönlichen Beziehungen? Wo ist dieser Friede unter den Völkern, selbst unter denen, die sich als getauft bezeichnen oder die sich christlich nennen? Wo ist er? Jesus selber gibt uns einen wichtigen Anhaltspunkt, wie es zu diesem Frieden kommen kann. Und es ist nicht irgendeine Methode, die wir dann in irgendwelchen Kursen lernen, sondern es ist eine lebenslange Arbeit, die wir zu tun haben, und es gibt nur diesen einen einzigen Weg. Ich weiß, dann erschrecken wir immer schon und sagen, das kann nicht sein, wir mögen Methodenvielfalt. Wir versuchen es mal so rum und so rum, links rum, rechts rum, von oben und von unten. Aber Jesus war kein Methodenlehrer. Jesus spricht von sich als dem Weg, als der Wahrheit, von der es nicht viele gibt, sondern nur eine einzige. Und dem Leben. Deshalb müssen wir uns immer mehr angewöhnen, auf ihn wirklich zu hören. Und das heißt, auch ihm zu vertrauen. Nicht umsonst fällt hier in diesem Zusammenhang das Stichwort des Herzens. Friede hängt sehr eng zusammen, nicht mit Verträgen, nicht mit Vereinbarungen oder Absprachen, sondern zuallererst mit dem eigenen Herzen. Das ist die Lehre der ersten 1000 Jahre der gesamten christlichen Tradition, wenn man sie ernst nimmt. Solange du nicht dafür kämpfst und dafür sorgst und jeden Tag neu daran arbeitest, dass Friede in deinem Herzen wohnen kann, indem du die Leidenschaften bekämpfst, indem du in den ruhigen Hafen einfährst, sodass Christus auf dem Thron deiner Seele, deines Herzens Platz nehmen kann, wie wir es eben hörten, wird es keinen Frieden geben. Das Geschenk, sowohl am letzten Abend seines Lebens, wie das Geschenk des österlichen Herrn, wenn das erste Wort, das er nach seiner Auferstehung widerspricht, Friede ist. Das Geschenk besteht darin, dass er uns den Weg gezeigt hat, es so zu tun wie er. Und wenn wir heute den Maimonat feierlich eröffnen, dann sehen wir in Maria, der Allheiligen, dieses bereitete Herz, in dem er Wohnung nehmen konnte, in ihr ganz wohnen konnte, weil sich nichts widersetzt hat, weil sie nicht getrübt war
von diesen Kämpfen, von dem Einfluss dieser Leidenschaften, weil sie ganz für Gott erblüht ist. Vielleicht nehmen wir uns diesen Monat das einmal besonders vor, darauf zu achten, was alles und wer alles und wie in unserem Herzen haust. Und wir versuchen, ein wenig Ordnung zu schaffen in diesem Inneren. Manchmal sieht es aus wie eine Rumpelkammer zugegeben, aber es sollte ein Palast werden für den auferstandenen König der Welt, für Christus. Und wir können viel dafür tun.